So, das war mal eine Akkuleuchte von Lidl oder Parkside. Da steht die IAN-Nummer. Und eigentlich bin ich total zufrieden mit dem Gerät. Also mit der Lampe an sich, aber die Verarbeitung ist natürlich scheiße. Da kannst du schon mit dem bloßen Auge sehen, dass da die Lötstelle nicht in Ordnung ist und dementsprechend, ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, es wäre irgendwo ein Wackeln in der Lampe. Die Technik hinter der Geschichte ist ganz einfach. Das Ding bewegt sich. Wo ist es denn? Hier. Da drin bewegt sich dann die Lampe. Das heißt, du kannst die in eine Seite raus und reinschieben. Und innen drin ist eine Nut. Und mit diesem Schalter. Achtung, jetzt hell. Triggerwarnung. Mit diesem Schalter aktivierst du dann die Lampe. Den drückst du aber nicht, der drückt sich automatisch durch das Rein- oder Rausschieben dieses Lampenteils. So, und dann hast du oben am Kopf hast du dann noch so einen Drücker. Liegt jetzt falsch rum. Hier hast du dann den Drücker, da kannst du drücken. Na? Und dann geht da oben diese Lampe an. So, das Ganze hatte aber hinten und vorne permanenten Wackelkontakt und irgendwie konnte ich mir das nicht so ganz erklären. Und ja, da ist das weiße Kabel ab, mehr oder weniger ab. Immer die Pluspole, die haben alle irgendwie eine schwache Lötverbindung. Da auch. Und den Schalter, den habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Da können wir mal eben zusammen gucken. Da kannst du auch das Rumgeprutsche sehen, mit bloßem Auge schon, dass da die Kabel schon verbrannt sind. Also ich vermute, dass dieses weiße Kabel, was hier verwendet worden ist, nicht so ganz den technischen Anforderungen entspricht von einer ganz einfachen Lötverbindung. Ich verstehe es nicht, was dahinter ist. Jedenfalls ist das ein ganz normales BMS. Da hast du dann Diode 1, also für LED 1, Diode 2 für LED 2. LED 2 ist dann die hier oben. Und dann hast du B plus und B minus und dann wird einfach der Akku über das BMS aufgeladen. Ja, Mini-BMS halt, ne? Aber besser ein Mini-BMS als gar kein BMS. Ist übrigens USB-C. Ja. Und hier ist jetzt der Akku noch verbaut. Den baue ich mal eben kurz aus. Moment, Pause. So, und was mir jetzt in dem Zusammenhang direkt auffällt, ist, wenn der Schalter für diese LED hier unten angebracht ist, weil unten, hier unten sitzt der, wieso ist dann hier so ein langes weißes Kabel drin? Wieso ist der nicht hier unten angeschlossen? Ist ja totaler Quatsch. So, und jetzt sollte theoretisch hier die Geschichte sich abnehmen lassen. Ja, ich brauche nochmal beide Hände. So, das ging mit beiden Händen jetzt ganz einfach. Die Befestigungslöcher, die klicken sich quasi direkt hier auf das Plastik drauf. Deswegen hat das hier mehr oder weniger ganz, ganz gut gehalten. Aber man kann hier unten hier, kann man schon sehen, dass da nichts ist. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, wieso muss hier so ein langes weißes Kabel rein, wenn hier unten die gleichen Kontakte sind? Oder sind die nicht angeschlossen? Ne? Also verstehe ich nicht so wirklich. Ah, okay, ich habe es verstanden. Hier oben kommt das eine Kabel und das geht dann zum Schalter und das andere Kabel geht dann hier oben hin. Okay. Also wieder so ein nicht gekonnt und doch gewollt Dingen. Jetzt brauche ich wieder beide Hände, geht einfacher dann. So, habe ich den Akku mal kurz da rausgehoben. Ich habe es erwartet, dass das ein Leon ist. Hier steht dann drauf, was für einer das ist. Unterm Strich nichts Dolles. Und bitte nehmt den Leon-Akku nicht auseinander. Und das scheint eine Lötfahne zu sein, an dem dann einfach die beiden Kontakte angebraten sind, also angelötet. Weil hier unten so ein Isolierpapier drauf ist und hier oben ist auch so ein Isolierpapier drauf. Also wird das einfach nur eine Lötfahne sein, wo dann die Kabel da dran sind. Das zum Thema, man kann den Akku nicht wechseln. Doch, man kann den Akku wechseln, wenn du den ganzen Scheiß vorsichtig auseinander nimmst. Man muss dann natürlich aufpassen, dass nichts abbricht von dem ganzen Plastik. Es war ein bisschen fummelig, aber alles ohne Öffnungswerkzeuge. Also ich habe tatsächlich nur meine Fingernägel dafür benutzt. Hier innen drin kann man sehen, dass da so Nasen sind. Die rasten dann ins Gehäuse ein.
Und hier im Deckel kann man auch sehen, dass da so Nasen sind, die rasten dann hier in dem Gehäuse ein. Oder auf der, nee, nicht auf der anderen Seite, sondern hier oben rasten dann diese von dem grünen Deckel ins Gehäuse ein. Also man kriegt das auseinander und unterm Strich ist es alles kein Akt, den ganzen Quatsch zu wechseln. Man braucht hier nur einen Lötkolben und einen Schraubendreher. War eigentlich ganz einfach. Warum die als nicht wechselbar verkauft werden, ist mir tatsächlich schleierhaft. Es gibt genug Lithium-Akkuhalterungen, wo man die Batterien oder die Akkus wechseln kann. Die müssen nicht zwangsweise gelötet werden, die brauchen nicht zwangsweise eine Lötverbindung. Man kann die auch klicken. Und mit dem BMS ist eigentlich mehr oder weniger alles gesagt. Also man hätte jetzt hier nur eine andere Befestigungsmöglichkeit für den Akku wählen können. Dann wäre diese Lampe viel langlebiger gewesen als eine Einweglampe. Heißt, wenn dann dieser Lithium-Akku irgendwann den Geist aufgegeben hat, muss er jetzt mehr oder weniger den ganzen Quatsch mit wegschmeißen. Also ein funktionierendes Produkt, wenn man das vorsichtig auseinander nimmt, Schrägstrich anders designt hätte. Wahrscheinlich war da wieder das Geld irgendwo im Vordergrund. Es darf nichts kosten. Wir müssen irgendeine popelige Lampe machen und Parkside, meine Kritik an der Stelle, bitte designt doch die Produkte so, dass die Batterien oder die Akkus wechselbar sind. Auch wenn es jetzt hier ein Lithium-Akku ist. Diese Lithium-Akkus kosten nichts. Man kann dann einen neuen einsetzen und das Produkt hält doch länger. Es ist weniger Rohstoffverschwendung, wenn wir weniger Plastik einfach auf die Kippe schmeißen müssen, nur weil irgendeiner vergisst, aus der Lötverbindung eine Steckverbindung zu machen oder eine Klickverbindung. Ne, wir hatten früher alle einen Walkman oder einen Discman oder irgend sowas. Da haben wir auch die ganzen Akkus rein und raus gesteckt. Das war alles kein Akt. Und jetzt kann man natürlich sagen, jeder Akku hatte damals im Walkman weniger Leistung als eine Batterie. Klar, aber auch vor 20 Jahren gab es schon Adapter von Monozellen, also diese ganz fetten D-Monozellen. Wenn man da zwei Stück von diesen Dingern in so einen Adapter reingepuzzelt hat, dann hat man das dann in so einen Walkman reingeschoben mit einem Batterieadapter und plötzlich spielte dann der Walkman. Also ich prangere das an, diese Ressourcenverschwendung hier durch ein ganz schlechtes Design. An sich ist das Produkt sehr handlich, aber das Design ist einfach schlecht, weil es eben nicht nachhaltig ist. Und mit diesen verkackten Lötverbindungen hier ist das mehr oder weniger klar, dass das Produkt irgendwann den Geist aufgibt. Auf der Platine hier steht 2021. Da, wo mein Fingernagel jetzt ist, da steht 2021 oder 2020. Irgendwo war das. Oder auf der anderen Seite. Da steht 2021, also wann das Ding sogar hergestellt worden ist. Und so alt ist es noch nicht. Und ja, anderthalb oder 2 Jahre später geht mir dieser scheiß Wackelkontakt auf den Keks wegen dieser verkackten Lötverbindung. Ist das euer Ernst? Das geht besser. Das kann jeder Horst aus einem Repair-Café reparieren. Man muss nur den Scheiß auseinandertüddeln, dann da mal kurz ein neues Kabel dran tun. Bitte nicht das Weiße wieder dran löten, weil wir wissen ja jetzt, dass das weiße Kabel eine schlechte Qualität hat. Das heißt, man muss da das Weiße entfernen, da am Schalter das Weiße entfernen und hier am BMS das weiße Kabel entfernen und dann kannst du irgendein anderes beliebiges Kabel nehmen, was meinetwegen vielleicht sogar den gleichen Durchschnitt hat, also Querschnitt und dann passt das wieder. Da läuft ja kein Strom drüber. Aber hier so eine verkackte Lötverbindung, ey, das geht doch besser.